Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog. Nichts Neues, aber wir haben eine neue Seite, und zwar die Seite 43, und hier oben dran steht neu. Neu, seit letztem Jahr, haben wir diesen Kühlschrank, und das ist die Slim. Slim, das ist jetzt modern, alle haben Slim. Slim sind schmale Kühlschränke mit der Norm von 420 Breite. Und dann gibt es verschiedene Höhen. Weil wir haben ja heute sehr großer Boom, ist auf den Bussen, also ich kaufe mir einen alten Paketdienstbus und baue den um. Oder ich kaufe mir einen neuen Bus und kaufe den fertig ausgebaut. Und da sind heute so schmale Kühlschränke verbaut. Wir haben auch hier die Konturen von diesem Kühlschrank, die sind gebaut, dass ich die im Bus, der ist dann 1,85 Meter hoch oder 95, Kühlmaschine kommt dann runter und ich baue den so ein. Der Vorteil ist, es gibt Mitbewerber, die haben die Kühlmaschine hier oben, also hier oben dran oder hinten, die saugen die warme Luft hier oben runter, drehen und blasen sie wieder hoch, und dann habt ihr das hier direkt immer am Kopf. Hier habe ich die Kühlmaschine mit einer externen Leitung, und die kann ich die Kühlmaschine in den Fußbereich runterstellen oder einen Kasten nebendran oder sogar unter das Fahrzeug. Oder einen Zwischenboden, was da halt möglich ist. Aber sobald ich natürlich hier oben warme Luft habe, dann habe ich immer, gut, ich kann den Haarföhn fahren, aber bei mir bringt das nicht viel. Ich habe hier oben dann immer warm. Doch das ist auch dieser Kühlschrank so gebaut wie die meisten Busse. Busse, meist verbauter Camperbus im Fiat, Fiat PSA, das Citroën, alles was dazugehört. Und so ist er so schmal, dass ich wenig Platz brauche. Ich habe hier eine Türverriegelung. Ich habe hier oben ein vollwertiges Tiefkühlfach bis minus 18 Grad. Ich habe Tablare, ja, und sonst bleibt da eigentlich nicht mehr viel übrig. Ist ein schmaler Kühlschrank. Der Energieverbrauch habe ich noch nicht, weil er ist neu. Die eigenen Messungen, die gehen langwierig. Aber in der Regel brauchen diese schmalen Kühlschränke, weil sie mehr Oberfläche haben, zum Verhältnis zum Inhalt, mehr Strom als ein kleiner, breiter Kühlschrank. Zur Technik, wir haben hier oben den Kompressor BD35K mit Kältemittel R600A, das ist Isobutan. Butan kennt man vielleicht noch, war mal ein Grillgas, das war dann reines Butan. Und das ist isoliertes Butan, blöd gesagt. Wir kriegen hier ein bisschen tiefere Temperaturen hin, aber das Teil ist biologisch abbaubar. Der GWP ist 3, also sehr klein. Also ökologisch gesehen eine Top-Ausrüstung. Das Kältemittel brennt logischerweise, weil sonst könnte man es nicht zum Grillieren verwenden. So kleine Menge wie da drin ist, wenn jemand ein Feuerzeug in der Hosentasche hat, ist er grenzwertig, bei 2 Feuerzeugen ist er so ein Krimineller. Und hier haben wir das gleiche Problem, dass wir hier natürlich jetzt einfach kleine Mengen haben und eigentlich nichts Gefährliches. Wir kämpfen hier mit einer Kältemittelfüllmenge von 20 Gramm. Erlaubt sind bis 150, dass es nicht gefährlich sei. Also ist absolut kein Problem. Wir haben hier oben die Einstellung, Hauptschalter, Schlafmodus, da geht der Ventilator ein bisschen in leises Modus. Wir haben einen Turbo, da geht der Kompressor in eine höhere Drehzahl, und hier drüben können wir die Temperatur einstellen. Weiter haben wir eine Innenbeleuchtung, ist der falsche Ausdruck. Wir haben hier oben 2 kleine LEDs, die dann den Raum hier drin ausleuchten. Weiter haben wir hier hinten eine Tropfschale, eine Tropfwanne. Das heißt, wenn wir hier hinten Eis ansetzen, taut das automatisch ab. Das Wasser kommt dann hier in diesen Schlauch. Dieser Schlauch müsste man
beim Wohnmobil oder beim Bus unten rausziehen, dann tropft es da unten raus. Wichtig ist, irgendwo zwischendrin noch einen Knoten zu machen, also so einen Knoten zu machen, dass ihr einen Siphon habt, dass der Dreckzug nicht gleich nach oben geht. Ja, morgen kommt dann der Slim 150, das ist der 90er, 150er ist wieder extrem viel größer. Aber mehr gibt es zu diesen Kühlschränken an sich nicht zu sagen. Das ist Slim, das ist externer Kompressor, der aktuelle Stand im Busausbau. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.